Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Themenvideo. Ja, heute kommt ein ganz spontanes Themenvideo. Das habe ich bis vor einer Stunde ja noch nicht gewusst, dass ich dieses Video mache. Und in diesem Themenvideo möchte ich etwas ansprechen, das mir eigentlich heute sehr spontan, also dass ich sehr spontan diesen Gedanken hatte, weil ich ja sehr, sehr viel auch nachdenke, was so meinen persönlichen Weg betrifft, aber natürlich auch wegen der vielen Beratungen, die ich tagtäglich habe, aber auch durch die privaten Kontakte, die ich habe, die so in ähnlichen Situationen sind wie ich. Und ja, da habe ich mir eben gedacht, und deswegen denke ich auch sehr, sehr viel drüber nach. Und heute hatte ich so den Gedanken, was ist denn die wichtigste Aufgabe des Herzmenschen? Ja, also ich mag das eigentlich nicht so kategorisieren, Herzmensch, Kopfmensch, weil ich denke, jeder hat dieselben oder hat von beidem etwas. Ja, nur es gibt Menschen, die halt hauptsächlich Entscheidungen aus dem Herzen heraus treffen und dann gibt es Menschen, die hauptsächlich Entscheidungen aus dem Kopf treffen, ja? Und beides irgendwie im Einklang bringen, wäre eigentlich das Optimale, ja? Und hier geht es einfach um die Art von Herzmenschen, die sich eben aufopfern, zu sehr aufgeben für andere. Und da habe ich mir eben heute so gedacht, was ist denn die wichtigste, also meiner Meinung nach, das ist jetzt alles so das, was so meine Einstellung ist, meine Meinung ist, das muss jetzt hier nicht mit dir in Resonanz gehen, kann sein, dass du damit etwas anfangen kannst, vielleicht aber auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, oder du wirst selber angeregt, hier über dieses Thema nachzudenken, ja? Und ich habe mir heute so gedacht, was ist denn die wichtigste Lernaufgabe und ja, die wichtigste Lernaufgabe meiner Meinung nach für den Herzmenschen. Was soll denn der Herzmensch lernen? Hauptsächlich. Und bei mir ist es so, auch bei meinen Kontakten, die ich habe, also die privaten Kontakte, dass hier wirklich viel, also dass ein Herzmensch sich zu stark aufopfert, so quasi Helfersyndrom, zu sehr aufopfert und dabei meistens, ich sag mal zu 90%, auf sich selbst vergisst. Das soll jetzt nicht heißen, dass man nicht helfen soll, aber, und vielleicht gibst du mir da recht, dass viele zu sehr in diesem ich muss helfen, ich muss tun, ich muss machen und sich quasi für andere aufopfert. Natürlich ist das nicht gut, wenn man sich zu sehr aufopfert und sich selber vernachlässigt. Da ist niemandem damit geholfen. Soll, wie gesagt, nicht heißen, dass man hier nicht helfen soll. Aber oft neigt man dann wirklich dazu, sich selber hinten anzustellen für das Wohl der anderen. Und es muss meiner Meinung nach hier schon auch ein Ausgleich stattfinden. Ja? Also, dass du zwar hilfst und gibst, aber dich eben nicht aufgibst für andere. Und da habe ich mir so gedacht, meiner Meinung nach ist die wichtigste Lernaufgabe des Herzmenschen, sich gut behandeln zu lassen von Umfeld, aber in allererster Linie von dir selber. Denn wir wissen ja, so wie das Umfeld auf dich reagiert, mit dir umgeht, so gehst du mit dir selber um. Das heißt, wenn dich Menschen ignorieren, wenn dich Menschen ausnutzen, wenn dich Menschen nicht ernst nehmen, solltest du dir überlegen, wo nimmst du dich nicht ernst? Wo kümmerst du dich nicht um dich? Ja, wenn du vielleicht das Gefühl hast,
Du gibst und gibst und gibst und niemand kümmert sich um dich. Dann geh in dich und überlege, wie weit kümmerst du dich denn um dich selber? Das Außen spiegelt dir eigentlich etwas, ja, wie du mit dir selber umgehst. Und für mich ist es so, dass die wichtigste Lernaufgabe des Herzmenschen ist, sich gut behandeln zu lassen. Und es beginnt in allererster Linie beim Herzmenschen selber. Denn wie sollen dich andere Menschen gut behandeln, wenn du dich selber nicht gut behandelst? Und es ist so, wenn du dich immer wieder aufopferst, bis du nicht mehr kannst quasi, immer nur gibst, 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 dann kümmerst du dich nicht um dich selber, dann bist du dir selber oder ja, bist du nicht gut zu dir selber. Und wie sollen andere gut zu dir sein, wenn du das nicht, also selber nicht kannst, dich selber nicht gut behandelst? Und das war für mich irgendwie so ein Aha-Moment, wo ich das jetzt quasi hier so für mich verinnerlicht habe, wenn ich so mir meine Geschichte anschaue, ja, wie ich jetzt nicht nur von meinem Gegenüber richtig mies behandelt wurde, auch in der Vergangenheit von Freunden, vermeintlichen Freunden, wo man im Endeffekt ausgenutzt wurde oder wo ich im Endeffekt ausgenutzt wurde, ich gegeben, getan habe bis zum Umfallen und im Endeffekt keinen Dank dafür bekommen habe. Und dann habe ich mir eben heute überlegt, ja, wie sollen denn die anderen mich gut behandeln, wenn ich mich selber nicht gut behandle, indem ich immer nur gebe, gebe, gebe bis zum Umfallen? Und am Ende des Tages steht man alleine da. Ich hatte jetzt am Wochenende auch wieder so ein Erlebnis. Ja, klassisches Beispiel. Mir ging es nicht gut und ich habe geglaubt, bei jemandem mich aussprechen zu können. Im Endeffekt, weil eben ich auch sehr vieles mir angehört habe, immer Tipps gegeben habe und ich hatte geglaubt, also meiner Auffassung nach ist das im zwischenmenschlichen Bereich, sollte das so sein, geben und nehmen. Dass das natürlich nicht jeder sieht, ist klar, ja. Traurige Tatsache, ja. Und dann im Endeffekt, ich habe geglaubt, mich aussprechen zu können und im Endeffekt war da gar nichts, nichts. Und dann habe ich mir gedacht, auf der einen Seite, es ist traurig, dass es Menschen gibt, die einen für gewisse Zwecke auch benutzen, ausnutzen, aber auf der anderen Seite muss man sich überlegen, warum lässt man das mit sich machen? Und auch ich habe da jetzt einen Cut gemacht und habe gesagt, stopp, jetzt ist genug. Und tut richtig gut. Und das habe ich auch gemacht für mich. Ja, weil ich mir der wichtigste Mensch in meinem Leben bin, weil ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Und da habe ich mir eben auch so gedacht heute, klar, es ist die wichtigste Lernaufgabe, sich gut behandeln zu lassen. Und es fängt, wie gesagt, bei einem selber an. Und wenn es bei einem selber anfängt, wenn man selber beginnt, gut zu sich selbst zu sein, sich hin und wieder mal was gönnen, sich hin und wieder eine Auszeit nehmen, auch mal Nein zu sagen, wenn man jetzt einfach keine Leistung mehr erbringen kann, auch mal Nein zu sagen im Freundeskreis, ich kann jetzt nicht für dich da sein, mir geht es selber nicht gut. Ja, wenn man da beginnt, dann verändert sich auch das Außen. Wenn man bei sich selber beginnt, gut zu sich selber zu sein, dann wird man auch von außen diese Resonanz bekommen, indem man auf Menschen trifft oder Menschen einem begegnen, die gut zu einem sind. Und das Erkennen ist meiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe, denn Herzmenschen, die geben, die machen, das soll nicht heißen, dass Verstandesmenschen das nicht tun, ja? Aber Herzmenschen sind einfach hin und wieder so in dem Helfersyndrom, geben sich selber auf. Und das soll nicht sein, weil im Endeffekt hast du nichts davon. Das heißt jetzt nicht, dass man immer wieder was erwarten soll, wenn man etwas gibt.
Aber da geht es wirklich darum, wenn man zu extrem da drinnen ist, ja, zu extrem sich für andere aufopfert und man selber quasi hinten ansteht, ja. Und das Erkennen ist, glaube ich, das Wichtigste. Und für mich ist es wirklich so, dieser Aha-Moment heute, dass es die wichtigste Aufgabe ist, sich gut behandeln zu lassen. Und da zählt nicht nur, dass man sich selber gut behandelt, sondern eben auch Menschen, die es nicht gut mit einem meinen. Und da gibt's sehr, sehr viele, ja. Also man braucht sich nur die aktuelle Krise ansehen, wie sich die Leute gegenseitig zerfleischen, ja, verbal. Und sich von Leuten zu distanzieren, die einem einfach nicht gut tun. Natürlich tut es weh und man möchte gerne diesen Kontakt. Aber was hat man denn von so einem Kontakt? Was hat man denn von so einem zwischenmenschlichen Kontakt, wenn man quasi nur ausgesaugt wird, ausgenutzt wird, ausgesaugt wird? Man hat einfach nichts davon. Ja? Und dann muss man solche Menschen einfach auch ziehen lassen. So weh es auch tut, wenn diese Menschen, die man ziehen lässt, wenn du diesen Menschen wichtig bist, dann werden sie drüber nachdenken und dann kommen sie auch wieder in dein Leben und werden dich auch gut behandeln und dir auch etwas zurückgeben und nicht nur immer fordern, fordern, fordern. Ja? Und wie gesagt, es tut weh, diese Menschen auch loszulassen. Da sind wir eigentlich schon bei der nächsten wichtigen Aufgabe. Loslassen. Loslassen, was einem nicht gut tut. Denn niemand ist so heiß drauf, schlecht behandelt zu werden. Und es liegt an einem selber. Lässt man sich schlecht behandeln? Oder sagt man, okay, das war eine Zeit, das war ein Wegbegleiter für eine Zeit, aber jetzt passt es einfach nicht mehr. Ja? Und dann tust du dir etwas Gutes, du stehst zu dir. Denn du hast nichts davon, wenn du dich immer wieder aufopferst. Es muss meiner Meinung nach im zwischenmenschlichen Bereich ein Geben und Nehmen im Ausgleich sein. Es kann nicht nur immer einer geben, 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 der andere nur nehmen, nehmen, nehmen. Was passiert mit dem Gebenden? Der wird ausgelaugt, er wird vielleicht krank, er hat keine Energie, keine Kraft. Steht das dafür? Möchtest du das? Möchtest du energetisch ausgelaugt sein? Das möchte niemand. Und dann sollte man diese Menschen auch ziehen lassen, so traurig es auch ist. Aber es kommen dann wieder neue Menschen in dein Leben, die genau dieser, nennen wir es mal, Schwingung entsprechen, wie du bist, ja? Die gleiche Einstellung haben wie du. Und das ist ja das Wichtigste, das Schönste, wenn man eine Freundschaft, eine Partnerschaft auf Augenhöhe leben kann, wo Geben und Nehmen ausgeglichen ist. Das ist das Schönste, was man zwischenmenschlich haben kann. Ja, alles andere sind einfach Energievampire, Energiefresser und die soll man loslassen. Auch wenn man vielleicht eine Zeit des Weges dann alleine dasteht, das habe ich auch. Ich habe wirklich in den letzten 1,5 Jahren, seit ich meinen Gegenüber kenne, auf extremste aussortiert. Ich habe Menschen aus meinem Leben entfernt, die mir einfach nicht mehr gut getan haben. Und ich bin eine Zeit des Weges komplett alleine dagestanden. Ich hatte niemanden mehr. Ich hatte eine Kollegin, mit der ich schon seit Jahren Kontakt habe, sehr guten privaten Kontakt, und meine Schwester. Und ich hatte niemanden mehr. Und nach sind dann neue Leute in mein Leben gekommen. Und die wenigsten bleiben wirklich ein Leben lang. Aber die, die ein Leben lang bleiben, das sind die richtigen, die mit dir wirklich, auch wenn es sein muss, die Hölle durchmachen, die dir helfen, denen du helfen kannst. Ja? Dass wenn es dem einen gut geht, dem anderen, den es weniger gut geht, helfen kann und umgekehrt, dann geht es wieder dem anderen ein bisschen schlechter, mir geht's gut und ich kann demjenigen helfen. Das ist Freundschaft, das ist Beziehung. Und sowas möchte ja jeder leben. Und man steht sich quasi selber im Wege, solange man an diesen Menschen, die einem einfach nicht gut tun,
festhält. Man steht sich durch dieses Festhalten eigentlich selber im Wege. Und ich sage mal so, auch wenn man eine Zeit lang alleine geht, und ich bin wirklich alleine gegangen, ich habe letztes Jahr, das erste halbe Jahr, die Hölle durchgemacht. Ich bin alleine da gestanden, mal abgesehen davon, dass wir diese Krise haben. Das ist dann zusätzlich noch dazu gekommen. Ich habe zeitweise nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Ich habe mich alleine gefühlt, ich habe mich im Stich gelassen gefühlt. Aber ich bin da durchgegangen. Ja? Die Belohnung ist einfach, dass ich gelernt habe für mich, wenn es hart auf hart kommt, auf mich kann ich mich verlassen. Ich schaffe, egal was es ist, alleine. Und dann braucht man niemanden. Und das ist schon das Nächste. Man glaubt immer, andere Menschen zu brauchen. Braucher sucht Braucher. Wer möchte denn eine Verbindung, eine Beziehung, eine Freundschaft, wo man sich einfach braucht, weil man abhängig ist, weil man Angst hat, alleine zu sein, weil man Angst hat, es alleine nicht zu schaffen. Das sind alles, man braucht das. Das ist ja wie eine Droge, wie eine Sucht. Und Freundschaft, Beziehung soll doch leicht sein und nicht, weil man es braucht. Und wenn man alleine durch die Hölle geht, sieht man das Leben ganz, ganz anders. Und ich will da nicht ins Detail gehen, was ich alles letztes Jahr mitgemacht habe, aber es ist nicht schön gewesen. Es war nicht toll. Und jetzt, halbes Jahr später, bin ich dankbar für diese Erfahrung, weil ich weiß, okay, sollte ich irgendwann wieder so in einem Loch drinnen sein, wo ich das Gefühl habe, Gott und die Welt hat sich gegen mich verschworen. Ich schaffe das auch alleine. Ich brauche niemanden. Ja? Und da geht es einfach um das Brauchen, weil man selber irgendwie Angst hat, man schafft das nicht alleine, man steht das nicht alleine durch. Doch schafft man. Man lernt durch solche Krisen über sich selbst hinauszuwachsen. Und ich habe von mir selber nie geglaubt, dass ich das, was ich letztes Jahr mitgemacht habe, dass ich das überhaupt überlebe. Ja? Und es war anstrengend. Es war für mich auch, also es hat gesundheitliche Auswirkungen dann auch gehabt, dieser ganze Stress. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, so ein Sturm, den ich letztes Jahr mitgemacht habe, sollte so ein Sturm jemals wieder in meinem Leben kommen, ich habe die Erfahrung, dass ich so einen Sturm schon einmal gemeistert habe. Und alleine. Und dann geht man ganz anders mit den Menschen in der Umgebung um. Viel leichter, viel lockerer, weil man weiß, okay, sollte ich irgendwann wieder alleine dastehen, ich schaffe es auch alleine. Und das ist meiner Meinung nach Freiheit, innere Freiheit, niemanden zu brauchen. Froh zu sein, dass man Menschen hat, Kontakte hat, aber man braucht niemanden. Und ich vergleiche das eben immer so wie mit wenn man abhängig ist von irgendeiner Substanz, ja, sei es Alkohol, Zigaretten. Das tut einem ja nicht gut, wenn man etwas braucht, ja. Und dasselbe ist für Beziehungen. Man braucht jetzt eine Beziehung. Man braucht jetzt hier Menschen um sich. Das ist keine innere Freiheit. Ja? Und da sieht man eben zwischenmenschliche Verbindungen ganz, ganz anders. Wenn man weiß, okay, man braucht, natürlich braucht der Mensch soziale Kontakte, aber da geht es um die Sucht, weil man das Gefühl hat, es alleine nicht zu schaffen. Und wo führt das Ganze hin? Man hat kein Selbstwertgefühl. Man glaubt, man schafft es alleine nicht. Man denkt dann auch nicht positiv über sich oder denkt über sich, man schafft das alleine nicht. Ja? Und du bist der einzige Mensch, auf den du dich verlassen sollst. Ja? Denn oft wird man ausgenutzt. Oft wird man schlecht behandelt, ja, aber es beginnt in allererster Linie bei dir und das ist meiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe des Herzmenschen, sich gut behandeln zu lassen von der Umgebung. Das heißt,
Wenn dich jemand missbehandelt, dass du da rechtzeitig aussteigst, denn du hast das Recht, gut behandelt zu werden. Und es beginnt in allererster Linie bei dir, denn wenn du dich gut behandelst, wirst du auch keine Menschen mehr anziehen, die dich schlecht behandeln. Ja, das ist das Resonanzgesetz. Und ich habe mir gedacht, ich mache dazu ein Video. Ich denke, ich kann hier wirklich einigen damit helfen oder einige damit erreichen, vielleicht selber eigene Erkenntnisse zu bekommen. Meine Videos sollen nur dazu da sein, euch zum Nachdenken anzuregen, vielleicht selber Erkenntnisse zu bekommen. Vielleicht geht ihr auch 100% damit in Resonanz. Es kann auch sein, dass ihr ein paar Dinge nicht mit mir teilt. Aber das ist ja egal, ja. Es soll euch einfach eine Unterstützung sein, selber nachzudenken. Und ich habe auch eine Erkenntnis über die wichtigste, für mich wichtigste Lernaufgabe des Verstandes Menschen. Und das werde ich auch jetzt in den nächsten Tagen, je nachdem, wann ich Zeit habe, ein Themenvideo darüber zu machen, ja. Aber ich habe mir gedacht, ich beginne jetzt einfach mit dem Herzmenschen, mit demjenigen, der sich eben aufopfert für andere. Ja, und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video habe helfen können. Und ja, ich bin eigentlich selber geflasht von dieser Erkenntnis und es ist so ein Aha-Moment. Und dann kann man das auch dann umsetzen in seinem Leben, wenn man mal das für sich verinnerlicht hat. Und dann sollte man das Ganze hier wirklich auch umsetzen. Und ich hoffe, dass ich dir hier wirklich mit diesem Video ein bisschen helfen habe können. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das anseht, eine gute Nacht, einen guten Morgen. Ich freue mich auf die nächsten Orakel. Bis dahin, alles Liebe, eure Anja. Ciao!